Not Me fragt Pete Smeat. Auf welchem Land soll die nächste Pokémon-Region basieren? Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Länder bisher schon existieren als Vorlage. Wenn Deutschland noch nicht existiert, dann bitte ich um Deutschland. Wenn Deutschland existiert, bitte ich um Neuseeland. Also ich fände ja mal mega cool, nicht so ein Land. Ja, ist ja gegen die Wand gesprungen. Nicht hier so wirklich ein reales Land zu nehmen, sondern was ja auch geht, ist ja fiktives Land. Also wenn man jetzt Cybertron mal nehmen würde, also die Transformers und da Pokémon, so Pokémon, die sich transformieren, das wäre ja der Oberknaller. Also alles so mechanische Pokémon. Gibt's mechanische Pokémon doch? So Magnetilo oder sowas ist ja theoretisch auch eher so ein mechanisches, eins aus Eisen. Also es wäre dann so mehr so die Eisen-Pokémon sind das. Das wäre schon fett. Oder so Steampunk so. Also alles so mit Metall und so. Ich wäre für Nordkorea, ja. Und da müsste es solche Pokémon geben, wie die irgendwie auf Armut, Unterdrückung und so weiter basieren. Alternativ könnte man noch einen chinesischen DLC mit dazu tun, ja. Mit so einer kleinen Vorinsel, die nennt sich dann Kong Hong. Und da gibt's auch die Fresse. Würde ich gut finden. Ich würde sagen, wir sollten den nächsten Pokémon-Teil irgendwie America haben, USA oder sonst irgendwie sowas. Um den Dreh herum. Hier ist übrigens eine sehr schöne Aussicht. Was? Rumänien. Hier böse Vampir-Pokémons und so.